Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Divinity Original Sin mit Chojin und Gedwinmod. Hallo, wir sind beim Bürgermeister und du sagst warum? Ja, weil wir die Mutter vom Tom oder Frau vom Tom, die Charlene, hier haben. Da haben wir im letzten Video den Brief gefunden. Hallo Abenteurer, wäre schön gewesen, wenn ihr vor eurem Eintreten eure schmutzigen Stiefel abgetreten hättet. Machen wir doch mal. Was ist aus eurem Bruder Tom geworden? Er war schon immer ein Gauner, nannte sein Rabaukentum Abenteuerlust und bereitet mir ständig Sorgen. Dennoch habe ich ihn immer geliebt. Ich habe ihn dazu ermuntert, der Legion beizutreten. Er hat sogar ab und zu mit Hauptmann Aureus trainiert. Aber dann kamen diese verfluchten, fantastischen Fünf in die Stadt. Ja, die sind verflucht. Oh, ich muss mal ganz kurz meine Katze rauslassen. Flieh! Geht zur Caroline. Ist auch ein fantastischer. Ja, genau. Der alte Hauling. Diese Bande von ... Ich weiß noch nicht einmal, wie ich sie nennen soll. Sie sind seine Helden. Und ich konnte ihn einfach nicht davon abhalten, sie zu treffen. Und dieses eine Treffen reichte aus, damit Tom mit ihnen auf eine Mission nach weiß der Teufel wo ging. Ja, es tut mir leid, aber ich habe von Toms Schicksal erfahren. Ihr sagt, ihr habt ihn getroffen? War er wohl auf? Sah er hungrig aus? Hat er gefroren? Hat er genug Gemüse gegessen? Hat er vor dem Essen seine Hände gewaschen? Ihr müsst mir alles erzählen, was ihr wisst. Ich glaube, der ist tot, ne? Ja, wir haben die Überreste gefunden da in der Höhle. Weiß ich nicht? Ja, ich weiß schon. Ich denke, ich sollte ihr die Wahrheit über ihren Bruder erzählen. Sie wird am Boden zerstört sein, aber wenigstens wird sie ihr Leben nicht damit verschwenden, auf einen Geist zu warten. Warum sollten wir das Leben dieser armen Frau ruinieren? Die soll auf... ich mach das oben. Oh, jetzt ist Cheyenne aufgestiegen. Oh, cool. Ich kann das nicht. Das ist unmöglich. Ihr müsst euch irren. Tom war ein waghalsiger Junge. Aber auch geschickt. Hört auf, solch schreckliche Lügen zu verbreiten. Tom lebt. Habt ihr verstanden? Verstehe ich schon. Bist du noch da? Ich bin da, ja. Bist du jetzt fertig, oder? Ich bin fertig, ja. Ach so, das war alles, was du gesagt hast. Das war alles. So, ich habe gedacht, du kannst noch mal drauf reagieren. Ist es irgendwo noch? Nö, es ist raus. Na gut. Haben wir beendet. Dann müssen wir jetzt, ja... Entweder gehen wir zur Kirche, da wissen wir es genau. Ich könnte jetzt noch einen Geomant zauber. Ach, du bist aufgestiegen. Ja, genau. Erklär dem mal genau, was du da machst. Oder eine Hexerei. Ich könnte ja bei den Fertigkeiten, kann ich ja meine ganzen Zauber, ja, sagen wir es mal, schulen, könnte ich ja hochbringen. Zum Beispiel Bürokinetik habe ich auf 1, damit ich überhaupt was dort... reisen kann. Jetzt hätte ich noch als letzte Stufe Geomant-Zauber. Und ich würde sagen, da investiere ich einen Punkt, dann ist der schon mal weg. Und dann kann ich auch hier, wenn ich irgendwas finde, kann ich hier das anwenden. Und dann warte ich nochmal, eventuell Hexerei, weil unser Cheyenne ist ja eigentlich ein Nekromant. Na, wenn man es mal richtig bedenkt. Und der ist ja in Hexerei, will der ja wahrscheinlich doch einiges reisen noch. Interessant wäre noch als einziges, wo ist es? Willenskraft. Und das ist eben die Frage. Willenskraft wirkt sich auf Rettungswürfe gegen magische und mentale Zauber aus. Gegen Furcht, Verzaubern, Verlangsamt. Und das würde ich trotzdem, bevor ich irgendwas mache, nochmal hochmachen. Damit ich gegen diese... Eventualitäten hier gerüstet bin. Gut, das wäre, damit hätte ich jetzt Cheyenne gesteigert und nicht speichere. Oder? War es nicht so gut zu speichern? Ja, ist okay. Ich habe übrigens versucht, hier mal die zu finden, diese fantastischen 5000. Ja, also, wie gesagt, in meinem Solo bin ich denen beigetreten. Die standen genau vor dem, vor der Kneipe. Das weiß ich noch. Und wenn man denen beitritt, kann man reingehen und dann hat man da direkt zwei Händler oder einen Händler, der einem sogar Waffen und Zeug verkauft, was vorher nicht geht. Aber und die schicken uns hin, halt, um die da fertig zu machen oben.
Ja, also, aber hier sollen wir ja die wieder treffen. Die gehen zur Behandlung in die Legion. Aber wohin? Ja, also die Basis ist in der Kneipe eigentlich. Aber Behandlung? Das heißt doch, sie wollen versorgt werden irgendwie. Ja, von Tellurion zum Beispiel. Ja, die hören nicht dieser Legion an. Die Fantastischen Vier sind Söldner, ne? Ja, ja. Es kann sein, dass die in der oberen Etage sind. Ich renn mal nach oben. Also ich bin jetzt in der Kneipe drin, ne? Kann sein, dass die sich die da Die haben doch ausruhen. Aber gesagt, die gehen zur Legion und nicht zu ihren fantastischen Brüder. Ja, das weiß ich nicht. Na doch, das steht. Ja, dann ab zur Legion. Es kann natürlich auch ein Rechtschreibfehler sein. Ja, das könnte. Du weißt das ja nie. Aber hier steht überall nur Bürger und so. Und irgendeine Sheriff ist hier. Ja, also obwohl wir hier jetzt 5000 Stunden suchen, könnte ich das mal vielleicht irgendwann offline machen. Na? Ah. Das suchen wir lieber offline, weil das... Ah, hier ist ein Hexereizauber. Die hat Hexereizauber, Dietriche und Räuber- und Diebeszauber. Hier in der Kneipe oben drin, falls du mal irgendwas suchst. Da gehe ich mal rein. Die hat Handwerk plus 1 Gürtel, ich fass ja nicht. Das muss ich aber gerade mal gucken. Damit wäre ich auf Handwerk 5, glaube ich. Und kann alles herstellen im Spiel. Was Handwerk? Du kannst jetzt alles herstellen? Ich glaube, sie hat ein Handwerk plus 1 Gürtel. Und damit müsste ich Handwerk, glaube ich, herstellen können auf 5, wenn ich mich nicht irre. Was ist eigentlich hier drin? Da muss ich nochmal genau gucken. Wo ist sie? Entschuldigt, dass ihr jetzt einen leichten Nervenzusammenbruch bekommt. Weil ich so rumscrolle. Okay, der kostet zwar 1800. Was ist denn das für Haus hier? Den brauche ich aber. Krämerladen. Ach, bis auf weiteres geschlossen. Okay. Mhm. Das gibt's nicht. Lederarmschienen der Handwerkskunst plus 1 Handwerk. So, jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich Lederarmschienen habe. So, wie viel haben wir denn überhaupt? Handwerk ist auf 3. Durch Ausrüstung auf plus 1. Und... Was ist denn überhaupt hier? Ich weiß leider nicht, wo du bist. Nee. Ich rede mit mir. Na gut, dann schauen wir nochmal hier rein. So, wir wollten ja als nächstes uns trotzdem nochmal unten bei der Kirche mit diesen vermaledeiten Schurken da unten anlegen. Das wäre so der nächste Plan. Der große nächste Plan. Denn wir sind ja eine Stufe zumindest aufgestiegen. Und wir denken, dass das eventuell gut ist. Wieso, wie kommst du darauf? Da, so, okay. Aber hier müssen trotzdem die Fantastischen. Der steht da schon ewig da. Ne? Okay, ich kaufe das jetzt für die 1800. Aber wenn ich das jetzt anziehe, müsste das Handwerk auf 5 sein. Mit wem unterhältst du dich? Mit Ceres? Ceres, genau. Da habe ich gerade ein Handwerk plus 1 Gürtel gekauft. Und wenn ich jetzt auf Handwerk gehe... Nee, es ist auf 4. Warum? Plus 2 durch Ausrüstung. Ihr scheint viele Gegenstände zu besitzen, die mit Hexerei... Ich krieg zu viel. Bin ich jetzt total mischugge? Verdammt, was jetzt passiert? Ich habe mit dir gesprochen. Oh. Und hab gesagt, ihr scheint viele Gegenstände zu besitzen, die mit Hexerei in Verbindung stehen. Und sie sagt, vielleicht eine Vorliebe. Ja, ich habe das Blut von Zauberern in meinen Adern und im Vertrauen auch das Blut von Quellenmagiern. Die Macht der Quellenmagie ist sehr verlockend. Aber lasst uns lieber das Thema wechseln, denn wenn Jäger von meinen Neigungen erfahren, würden sie nicht zögern, mich zu töten. Ey. Könnt jetzt für meinen Ritter natürlich... Töte die. Ich will meine 1800 wieder haben. Ich habe irgendwie gerade mir einen Gürtel gekauft und habe einen Gürtel plus 1 Handwerk schon gehabt. Irgendwie habe ich einen Fehler gerade gemacht. Ich habe keine Ahnung. Oder ich muss nochmal genau schauen. Aber ist gerade schief gegangen. Achtung, ich sag trotzdem, ihr solltet... Du hast aber auch noch wahrscheinlich ein Stimmrecht. Ihr solltet vorsichtiger sein. Ist voll leise auf einmal. Echt? Ihr solltet vorsichtiger sein, gnädige Frau. Ich bin ein Jäger. Aber wie es der Zufall so will,
Ich bin auch kein Fanatiker. Eure Pflichten vernachlässigen. Quellenwehr ist wie ein unheilbar Kranker. Wenn sie in Blutnot ist, hilft nur noch der Tod. Oh, jetzt geht's rund hier. Ach ja, ich hab was. Die Waren, die sie verkauft, sind selten. Ich will mein Fertigkeitsbuch. Können wir es uns wirklich leisten, sie als Händlerin zu verlieren? Ja, kriegen wir nicht alle Bücher, wenn wir die jetzt umbringen? Mir ist egal. Da sind deine Auswahlmöglichkeiten. Oh, jetzt geht's rund hier. Ach, Schere. Pass auf, jetzt geht's rund. Hast du es ja? Aber jetzt hast du es. Jetzt hast du es aber auch. Spielen oder soll ich Leertaste drücken? Nee, das müssen wir jetzt spielen. Damit die Spannung steigt. So, wer fängt an? Ich. Ich sag dir nicht, was ich drücke. Aber meine Zuschauer sehen es. So. Ich hab Stein gedrückt. Das stimmt nicht. Du verarscht mich hier. Gibt's ja wohl nicht. Ich hab wieder Stein gedrückt. Scheiße. So, Moment. So, was machst du jetzt? Ach, Mist! Jetzt hat er die Schere ausgepackt. Ich habe die dreimal hintereinander jetzt genommen. Verdammt und zugenäht. Ah! Was ist denn jetzt? Ich verliere gegen Computer und gegen... Glücksspiel. Aber jetzt. Ah! Okay. Warte. Ich habe jetzt das hier. Nein! Ah! Jetzt noch einmal. Dann hätte ich Glück. Oder auch nicht. Ja, dann weiß ich genau, was du als nächstes machst. Nämlich das hier. Was ist das? Na gut. Ja, gut. Nein. Halt wir tun, was ich sage. Basta. Oh, ist mir doch egal. Schmoll. Oh, gnädig seien die Götter. Habe ich offen vor einem Quellenjäger über Quellenmagie gesprochen? Ich bin so ein Narr. Oh, danke, oh mitfühlende Seele, dass ihr mich so nachsichtig behandelt habt. Ich habe mich nie und werde mich nie wirklich mit Quellenmagie befassen. Darauf habt ihr mein Wort. Ich schwöre es bei meinem Leben. Na dann, sprechen wir mal über eure Waren. Achso, nee, ich will nicht weg. Ich will mal reinschauen, wenn du schon da bist. My friend returns. Ich fand das schön, davon abgesehen. So. Nee, da bekommen wir nicht alles. Wir bekommen noch nicht die ganzen Fertigkeitenbücher. Da kann ich mir nicht vorstellen. So. Aber hier gibt es jede Menge an Hexereibüchern. Ach scheiße, ich habe gerade echt für 1800 einen Gürtel gekauft. Was für eine Verschwendung war das denn? Du hast die Chance gehabt bei Steinschere-Dingsbums. So, schwächt alle Feinde in einem Bereich. Ich schaue mich mal hier in der Bude. Dieser Zauber wird noch durch hohe Intelligenz, die ich ja eh immer zu steigere, bei ihm verbessert. Schwächt alle Feinde im Bereich. Hört sich gut an irgendwie. Verletzt einen anderen, heilt euch selbst. Ja, aber der braucht nicht so viel. Verflucht einen Feind. Ich kaufe mal noch ein Hexereibuch jetzt. Aber welches, ne? Blendet ist Quatsch. Lässt bluten. Ich glaube, belebt einen vergessenen Ritter? Auch nicht so schlecht, ne? Aber ich belebe schon so viel Zeugs. Ich mach Schwächen. Schwächt alle Feinde, das hört sich gut an. Ja. Und dann machen wir uns hiernach auf zum Dings, oder was haben wir gesagt? Zur Kirche, ne? Also wie gesagt, ich habe Handwerk leider nur auf 4. Dann nur? Ja, also durch 2 Gegenstände. Das Blöde ist, ich habe Aber ja, normalerweise müssten wir ja das... Ach nee, halt, du kriegst ja das Fertigkeitenbuch. Chehen, dann bitteschön, your turn. Benutzen. Was? Stufe nicht hoch genug? Ach, ich Dummkopf.
ziehen. Naja, brauchen wir noch eine zu warten. Okay, gut. Aber so lang ist das nicht, ne? Nee. Also, wie sieht's aus? Oh, ich glaube aber, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, wir haben 15 Minuten erst. Wir können so. Da auf jeden Fall noch hinreisen und den Kampf beginnen und im nächsten Video beenden wir den Kampf dann. Ja, wir haben nicht so viel Zeit. Ich bin heute ein bisschen früher, muss ich. Los. Ach so. Wohin müssen wir da? Richtung? Kirche haben wir Alte das nicht. Alte Kirche, so. Genau. Habe ich hier auf meiner Spaltreise. So, dann sind wir ja direkt da. Mhm. Huch! Huch! wir stehen direkt da, wo der Kampf losgeht. Ah, das ist ja mal wieder super. Also ja, ich renne mal was zurück zu dir, oder? Hier stehen wir gar nicht so schlecht, sehe ich gerade. Ja, aber ich renne trotzdem was zurück. Okay. Irgendwo dahin. La 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 la. Na los, dann machen wir noch den Kampf. Schnell. Schnell in 10 Minuten. 10 Minuten schaffen wir. Ich hab's im Kühl. Achso, ich muss die Runde beenden. Ja, genau. Da war doch noch was. So, ich mache jetzt mal was gleich anderes. Yeah! Bewegung plus 64, AP plus 4. Und plus 3 AP bei jeder Runde, das ist ziemlich geil. Das kriegst du dafür nicht mehr? Doch, sobald ich in deiner Nähe bin, oder? Nee, oder? Das hat so, aber nichts okay. dafür. Ja, ja, muss ganz schön rennen, ne? Mein Freund. Mhm. Diesmal bist du genau vor und du hast uns nämlich ganz schön das letzte Mal, der Schütze hat uns ganz schön... Vielleicht tust du nicht Regendreck machen, dann schieße ich auf den Mistkerl ja. drauf und der ja. geht in die Luft bei denen. Ja, hört sich das gut. Das ist ja super. Hört sich gut. Ha, die gehen alle drauf. Ja, drauf glaube ich noch nicht, aber das wird ein Massaker. Okay, mache ich aber auf jeden Fall Fernkampfpräzision an. Vor allen Dingen, du hast ja jetzt Aktionspunkte ohne Ende. Wumm! So macht man das! So macht man das! Seht ihr mal, wie das geht, ne? Wo ist denn habt unser Freund, der untote Kampfmagier? Ach, ganz da hinten. Wumm! Haut's dich um, du blöde Zombie, der mich so mit Krankheiten vollgespickt hat, dass ich wahnsinnig geworden bin. So, da. Nekromantie. Ah, ich mag die dunkle Macht. So, ihr könnt von mir erst kommen. Ich bin hier. Ich bleib hier. Ich bewege mich hier keinen Schritt. Was haben die denn Schönes gedroppt hier? Ein Feuerpfeil. Herrlich. Giftwolkenpfeil. Silberpfeil. Riesennägel. So, muss ich jetzt da durchlaufen, oder wie? Nö, lass die kommen. Ne, mit meinen untoten... Die rennen alle durch. Ich meine, mit meinen untoten Schwertkämpfer. Ich wundere, dass der untote Kampfmagier nicht näher kommt. Ach, da gehe ich durch, was soll's? Ich bin ja nicht so... Der kann durch. Doch, jetzt kommt er. Ah, jetzt kommt er. Hoffentlich rennt er durch das ganze Feuer durch. Nee, das sind sie schlau genug, glaube ich. Infektiös erkrankt. Mein Untote, der wird nicht infektiös erkrankt. Da könnt ihr machen, was ihr wollt, ihr blöden Zombies. Ihr habt uns sowas von geärgert das letzte Mal. So, Frage ist, wie weit ist das entfernt? Ziel ist zu weit entfernt, das ist mir klar. Ich will wissen, wie weit das ist. 18, 20 Meter etwa, okay. Also gehen wir mal hier dahin. Und... Die sind im Grunde... Angriffshaltung... Sperrfeuer. Ah, nee, das reicht dafür nicht aus. Mist. Mhm. Die kann ich nicht sehen, wegen dieser Giftwolke oder was? Ja, wahrscheinlich. Nee, Ziel ist zu weit weg. Achso. Ziel ist zu weit weg. Ich hab gedacht, das reicht aus. Dafür reicht's aus, ne? Wumm. Haut's ihn um. So, wir haben noch mehr. Also der Stufenaufstieg hat mich ganz schön stark gemacht, ziemlich geil. Hier.
Das ist eine Armee von Untoten. Das kann ich immer zumachen. Geil. Ja, Hammer. Okay, 20 Minuten sind rum und wir haben den Kampf schon fast geschafft. Genau. Hat doch gut geklappt. So, wen haben wir hier noch stehen? Ja, nur noch den Zauberer, oder? Da rechts ist noch so ein schrecklicher Zombie. Ach, da. Links ist der untote Kampfmagier. Boom. Gut. Ach, der kann noch mal. Töte ihn. Ah, schade. Nicht knapp. Ganz. Ja, jetzt natürlich. Ja, das ist klar. Aber wir haben ja Regen. Ja, ja. Was denn jetzt? Warum haben wir jetzt... Wieso haben wir jetzt so viel Erfahrungspunkte bekommen? Ist irgendeiner gestorben? Ach ja, wir haben nur noch einen oben. Feuer raus. Mhm. Und wir haben Angriffshaltung, okay. Ich bin noch nicht mal verbrannt. Nur Chayen. Nee, Chayen auch nicht. Nur tschüss, Roski. Der Untote ist zack. Nur... Ja, cool, wir haben ihn schon fast down. Da brauche ich gar keinen Riechen mehr. Was ist mit dem hier? Ah, nee, das ist unserer, ne? Genau, okay, dann schieße ich auf den mal. Ja. 119, kritischer Treffer, geil. Das ist unsere. Ja, das macht natürlich... Ach nee, es macht nicht mehr aus. Ich wollte schon sagen. So, dann, wir haben noch mehr im Angebot. Zum Beispiel sowas. Ach nee, es geht gar nicht. Bin ich zu weit weg? Was wäre damit? Bin ich auch zu weit weg? Ich bin immer zu weit weg. Ich muss... wohin? Ich weiß gar nicht, wohin ich noch muss. Er hat so wenig Energie, ist eigentlich total egal. Ja. Hauptsache, wenn du noch einen Blitz drauf machen kannst oder sowas, dann war es das ja schon. Nee, hab ich nicht. Ich bin zu weit weg. So, ich bin jetzt... Jetzt bin ich doch. Ja... Nee, ich mag eigentlich erstmal noch gar nichts machen. Ich bleib mal so, wie ich bin. Und hier, der haut noch ein bisschen drauf, ne? Ja, da war's das auch schon. Victory! Mach mal Regen, dann bist du wieder hier. Dann brennt er nicht weiter. Ja, dann lösen wir... Ja, heute nicht mehr, aber beim nächsten Mal, was hier in der Kirche abgeht. Also ich sehe schon, da ist ein vermummter Mann drin, jede Menge Kultisten, ich sehe ganz viele Gegner. Fein. So, was gibt's hier noch zum Aufheben? Silberne Pfeil, Pergament. Jo, heben wir noch einiges, ne? Heben wir noch auf? Warte, ich speichere erstmal. Ne, das ist was Schlimmes passiert. Ah, okay. Weil der Kampf war super ausgegangen. Also am Anfang die Explosion war ja wohl der Hammer. Ja, die hat einiges... Vor allen Dingen diese blöden Zombies, wenn die einen erreichen, dann ist es blöd. So, Pergament habe ich jetzt schon zum fünften Mal. Zwei Handwaffe, Schriftrolle der geringen Heilung. Die Heilung kannst du haben, den Pfeil nehme ich. Gut. Ja, denn würde ich mal sagen, das war doch mal erfolgreich. Ja, war super. Ich glaube, allmählich sind wir recht stark geworden. Hat mir sehr gut gefallen, der Kampf, und wir werden immer besser, glaube ich. Ich denke auch. Also dann. Bis dann, ne? Tschüss. Ciao, ciao.